Was Neues über Cerberus? Sie sind immer noch ein Fragezeichen. Die Aktion auf dem Mars legt nahe, dass sie dasselbe Ziel haben wie wir. Einen Weg, die Reaper aufzuhalten. Der Unbekannte schien anders als Saren nicht zu wollen, dass wir sie nur beschwichtigen. Man sollte meinen, wir stünden mehr denn je auf derselben Seite. Cerberus hat sich noch nie an unsere Regeln gehalten. Ich kenne ihren Plan nicht. Aber mit den besten Interessen der Menschheit hat er nichts zu tun. Der Unbekannte sprach von Kontrolle über die Reaper. Er schien das für den Weg zum Sieg zu halten. Er irrt sich. Tote Reaper sind der Weg zum Sieg. Er könnte es trotzdem versuchen. Ich habe Ihren Bericht über den Cerberus-Soldaten auf dem Mars gelesen. Wenn der Unbekannte eines gut kann, dann die Wissenschaft pervertieren. Aber es hat sich noch nie ausgezahlt und das wird so bleiben. Das ist alles, Sir. Informieren Sie mich. Eckert Ende. Und es ist ein äußerst gefährliches Spiel, wenn man die Reaper kontrollieren will, denn dann kann es auch ganz schnell passieren, dass man von den Reapern kontrolliert wird, wenn man sich ihnen zu sehr annähert. Ne? Das Spielchen, also im Prinzip kann man so den, wenn man so Parallelen in anderen Welten sucht oder in anderen Geschichten, dann könnte man sagen, der Unbekannte ist so ähnlich wie Saruman im Herrn der Ringe. So könnte man sich das vielleicht vorstellen. Also das passt für mich ganz gut, finde ich eigentlich. Und der ist ja auch letztendlich daran gescheitert, dass er die Kontrolle wollte und dann am Ende die Kontrolle über sich selbst verloren hat dabei. So. Der Primarch ist jetzt bei uns mit an Bord. Victus ist jetzt hier. Und wir sehen schon, es ist noch ein bisschen Platz für weitere Leute. Und da werden auch noch ein paar weitere dazukommen. Wir reden erstmal kurz mit ihm und dann schauen wir mal uns das Kriegsterminal an. Commander, danke, dass ich Ihr Schiff benutzen darf, bei diesem Plan mitwirken kann. Garrus sagte, er muss sich um die Waffensysteme der Normandy kümmern. Kalibrierung oder so. Wie immer. Klingt nach Garrus. Leider begleitet uns die Asari-Ratsherrin nicht. Sie sagt, es gebe zu viel böses Blut mit den Kroganern. Könnte sein. Aber es gibt viel mehr Blut. Echtes Blut. Wenn wir es nicht versuchen. Wenn Sie das so sagen... Je früher der Gipfel, desto früher wissen wir Bescheid. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Mich wundert es eigentlich, dass noch nicht einmal der Name Rex gefallen ist dabei, wenn man schon von den Kroganern spricht, denn das ist nun mal der beste Anlaufpunkt, den sie haben. Und der ist ja auch der erste Ansprechpartner eigentlich, wenn man mit den Kroganern reden will, denn er führt nun mal den stärksten Clan an, der alle anderen unter sich einen will. Ich verstehe, dass das eine schwierige Zeit ist, Primarch, aber die Erde geht ohne Verstärkung unter. Kann ich noch auf Sie zählen? Wenn die Kroganer uns auf Pelevin helfen, haben sie mein Wort darauf. Wie fühlen sie sich als Primarch? Anders als erwartet. Die Schlacht der Schlachten tobt auf Pelevin. Und ich lese Lichtjahre davon entfernt Verlustberichte in Millionenhöhe. Ich möchte bei meinen Soldaten sterben, damit sicher ist, dass wir bis zum letzten Mann gekämpft haben. Bis dann ist es noch weit. Ich verstehe. Die Erde zu verlassen, um sie zu retten? Selten ist mir etwas so schwer gefallen. Das überrascht mich nicht. Garrus hält viel von Ihnen. Sie wollten nie ein Anführer sein, aber Ihr Volk stirbt, wenn Sie sich weigern. Unsere Lage ist ziemlich ähnlich. Hoffentlich gewähren uns die Geister die Stärke, das alles durchzustehen. Ich glaube, die beiden werden sich ganz gut verstehen, weil sie tatsächlich sich relativ ähnlich sind, nur halt in verschiedenen Völkern. Wie fühlen Sie sich als Primarch? Achso, das hatte ich ja schon, Entschuldigung. Ich möchte bei meinen... Habe ich aus Versehen nochmal auf dasselbe geklickt. Ich wollte natürlich die Lage auf Pelevin haben. Wie sieht's aus auf Pelevin? Die Verluste sind schockierend. Die Reaper setzen unsere eigene Taktik gegen uns ein. Den Feind mit einer Übermacht vernichten. Genau wie auf der Erde. Der Stratege in mir bewundert ihre Rücksichtslosigkeit. Der Turianer in mir... sieht die Zerstörung von 15.000 Jahren Zivilisation. Meine Zivilisation. 15.000 Jahre, wow. Das ist ein ganzes Stück mehr als bei den Menschen, ne? Danke, Primarch. Meine Gedanken sind bei Pelevin. Und meine bei der Erde. Denn bei den Menschen kann man vielleicht von 5.000 Jahren Zivilisation reden. Das davor ist halt, naja, noch nicht so wirklich Zivilisation. Ich würde sagen... Sagen wir mal, vor 5000 Jahren gab es die ersten richtigen Zivilisationen eigentlich. Und die haben dreimal so lange schon richtig zivilisiertes Leben. Das ist schon krass.
Und da kann man sich auch vorstellen, dass sie natürlich ein ganzes Stück weiter sind in ihrer Technik eigentlich. Normalerweise. Seltsamerweise kommt das hier überhaupt nicht so zum Tragen, ne? So, schauen wir mal kurz rein. Wir haben neue Kriegsaktivposten bei der Allianz. Ist das die Eden Prime-Unterstützung? Natürlich. Eden Prime ist eine Agrarwelt, bla. Aktualisiert. Einige wenige Forscher, die auf Eden Prime die proteanische Technologie studiert haben, sind der Gefangennahme durch Cerberus entgangen. Sie haben Kopien ihrer Unterlagen an die Allianz übermittelt, in der Hoffnung, damit beim Bau des auf dem Mars gefundenen Proteanergeräts helfen zu können. Aktualisiert. Obgleich die militärischen Verteidigungsanlagen bei der bei der Cerberus-Invasion schwer beschädigt wurden, haben die Überlebenden der Regierung von Eden Prime der Allianz mehrere Versorgungsfrachter der Athabasca-Klasse geliehen. Klingt gut. Okay, und beim Teagle haben wir auch noch was Neues. Proteanische Datendateien. Ach ja, das waren die, die wir gefunden haben. Diese proteanischen Disks wurden auf Eden Prime gefunden, einige Monate vor der Entdeckung des Proteaner-Senders im Jahr 2183. Die Daten auf den Disks konnten erst gedeutet werden, als die Pläne des Teagles den Schlüssel zum Verständnis der Gleichungen lieferten. Es handelt sich um Theorien über dunkle Materie, die bei der Hauptenergiequelle des Teagles zum Einsatz kommen soll. Wunderbar. Was haben wir denn hier eigentlich mit Konfliktgebiete? Ach so, das ist dann der Übergang dazu. Ja, das ist überall auf 50% mit der Bereitschaft der Galaxie, denn das hier können wir beeinflussen, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, durch den Multiplayer-Modus. Im Multiplayer-Modus kann man in den einzelnen Systemen, oder den einzelnen Sektoren besser gesagt, Missionen erledigen und das führt dann dazu, dass die Bereitschaft der Galaxie in den jeweiligen Sektoren ansteigt. Und dadurch hat man am Ende dann, das wird dann multipliziert mit den Kriegsaktivposten, die man hat, hat man dann einen Vorteil letztendlich. So, wir sehen das auch hier, wir müssen mindestens bis hierhin kommen, bis zu dieser Linie. Dann haben wir das Minimum erreicht, um gegen die Reaper bestehen zu können. Davon sind wir noch ein Stück entfernt, aber wir haben ja auch noch einiges vor uns, was einerseits Diplomatie und andererseits Kampf angeht. So, verlassen wir mal diesen Bereich. Was geht denn hier los? Commander, Didi ist offline. Was machen Sie mit offline? Ich weiß nicht. Sie antwortet nicht und die KI-Kerndiagnose streikt auch. Sie sollten runtergehen, auf Deck 3. Okay, ich weiß, was los ist. Alles klar. So, gehen wir mal hier durch. Das finde ich ein bisschen nervig, muss ich sagen, diese komischen... ich weiß gar nicht, was es darstellen soll eigentlich. So, dann gehen wir mal Commander, runter. Die Kommunikationssysteme drehen durch. Was auch immer da los ist, es geht von Deck 3 aus. Also runter auf Deck 3. Versuchen Sie, Edi zu erreichen. Ich überprüfe den KI-Kern. Gut, es gibt einen Grund dafür und der geht von Edi selbst aus. Es ist kein Angriff von außen, sondern Edi hat etwas Eigenmächtiges getan. Und das werden wir nun betrachten können. Joker, was ist das? Feuerlöscher, Commander. Vielleicht ein elektrisches Feuer oder so. Ich kläre das. Edi, was ist denn? Möchten Sie über ein spezielles Thema sprechen, Shepard? Edi? Ja. Sie sind in Dr. Ivas Körper. Nicht ganz, aber ich kontrolliere ihn. Der Übergang war holprig. Tja, Edi hat sich ein bewegliches Modul gesucht und ist nun auch ein Crewmitglied, wenn man so will. Übergang? Wir hatten eine Zeit lang keinerlei Kontakt. Korrekt. Als wir diese Einheit an Bord brachten, habe ich in ihrem Speicher Informationen über das Proteanergerät gesucht. Dabei habe ich eine Falle ausgelöst. Notstrom und zusätzliche CPU wurden aktiviert und die Einheit wollte mich angreifen. Zum Glück erhielt ich Systemzugriff und konnte alles nach Bedarf umfunktionieren. Dabei kam es zum Stillstand. Daher das Feuer. Edi. Sie müssen uns bei solchen Vorfällen alarmieren und dürfen sie nicht alleine klären. Die Crew zu informieren wäre kontraproduktiv gewesen. Ihre Reaktionszeit hätte alle Hilfsversuche viel zu lange verzögert.
Wenn Sie jetzt da drin sind, was ist dann mit dem Schiff? Ich existiere hauptsächlich im Schiff. Zur Steuerung sollte diese Einheit in Funk- oder Zeitbeam-Reichweite der Normandy bleiben. Wollen Sie mit diesem Körper irgendwo hin? Die Normandy ist nicht für jede Situation optimal bewaffnet. Diese Plattform könnte begrenzte Bodenunterstützung leisten. Sie meinen, Sie könnten also mit uns kommen? Ja. Dieser Körper kann Sie an Orte begleiten, die Normandy nicht erreicht. Wir haben ein neues Crewmitglied und das ist Edie in diesem Körper. Vorher müssen Sie garantieren, dass dieser Mech keine weiteren Überraschungen in sich trägt. Lassen Sie Tests laufen und dann reden wir über den Einsatz in Kampfsituationen. Moment. Tests laufen. Abgeschlossen. Ich kann Ihnen einen vollständigen Bericht senden. Zunächst jedoch stelle ich die Funktionalität der Normandy wieder her und versichere der Crew, dass alles normal ist. Aber wundern Sie sich nicht, wenn die Crew Sie skeptisch gibt. Ihr neuer Körper hat Sie vor kurzem noch beschossen. Völlig richtig. Ich gehe auf die Brücke. Joker wird es auch sehen wollen. Darin sind wir uns einig. Ja, Joker wird begeistert sein. Okay, wir haben noch ein Crewmitglied hinzugewonnen. Das geht jetzt wie das Brezelbacken hier. Jetzt kommt einer nach dem anderen. Und jetzt haben wir schon eine ziemlich große Auswahl, denn wir haben jetzt nicht bloß Liara und James, sondern wir haben auch noch Edie, wir haben Garrus und wir haben Javik. Gut, Javik jetzt durch DLC zugegebenermaßen, aber trotzdem, füllt sich langsam. So, ich würde sagen, wir schauen mal kurz bei Garrus vorbei, denn der ist ja wieder kräftig mit Kalibrieren beschäftigt, das Spielchen kennt er ja schon. Seine alte, gewohnte Position. Wir haben in wenigen Stunden zwei Schlachtschiffe verloren. Ich weiß, Primarch. Ich sehe die Zahlen auch und mir gefallen sie ebenfalls nicht. Wir müssen die Sache umdrehen. Und zwar schnell. Nun, Sie können Shepard vertrauen, Sir. Wenn jemand die Kroganer zur Zusammenarbeit bewegen kann, dann er. Er ist ein alter Freund von Erdnot Rex. Dann hoffen wir mal, dass Freundschaft in diesem Krieg noch etwas zählt. Da bin ich ganz sicher, Sir. Und da fiel auch mal der Name Rex. Was macht Garrus da eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Aber wir sehen, Garrus ist jetzt nicht mehr auf diesen Bereich hiervon beschränkt, sondern er kann jetzt auch mal zu den Maschinen hingehen und wirklich an den Kanonen arbeiten. Garrus, Sie haben also sofort mit der Arbeit begonnen. Nach den letzten Ereignissen ist das Kalibrieren eines Geschützes der reinste Urlaub. Und es lenkt mich ab. Wir brauchen Sie aber nicht nur fürs Zielen. Oh, ich bin bereit. Aber große Geschütze brauchen wir sicher auch. Jede Menge sogar. Die Sovereign ist nicht kampflos untergegangen. Das wird bei ihren Freunden nicht anders sein. Ob es wirklich klug war, Pelevent zu verlassen? Auf der Erde war dieser Junge höchstens 6 oder 7. Als die Normandy dem Angriff entkam, habe ich ihn sterben sehen. Irgendwie lebe ich noch und er nicht. Mit den Reapern recht zu haben, fühlt sich nicht wie ein Sieg an, oder? Wir wussten beide, es wird ein harter Kampf. Und den haben die Reaper geliefert. Meine Regierung hat wenigstens zugehört. Oder so getan. Ich habe eine Einsatztruppe bekommen, damit ich den Mund halte. Sie sind nun Experte und Berater? Sie waren dabei mein Vorbild, Shepard. Wenn man laut genug schreit, kommt irgendwann wer und fragt, was der Krach soll. Nicht, dass sie tatsächlich etwas dagegen tun. Und wollen dann, dass man ihn abstellt. Nicht so wie früher, was? Abtrünniger Spectre und Mann von Seesicherheit ballern wild um sich und entscheiden alles ganz spontan. Wir sind jetzt respektabel. Und haben ein bisschen mehr Verantwortung auf den Schultern, denn jetzt ist der Kampf wirklich da. Und natürlich fühlt es sich nicht wie ein Sieg an, es ist vielmehr eine Niederlage, die man hätte verhindern können. Und deswegen fühlt es sich auch so unschön an, Recht zu haben. Leider. Und dieser Respekt wird begleitet von jeder Menge schlafloser Nächte. Ich kann nicht mal zählen, wie viele Leben von uns abhängen. Naja, wenn's mal ganz übel aussieht, und das kommt bestimmt. Denken Sie dran, einer Ihrer turianischen Freunde schläft auch nicht besser. Und er würde Sie liebend gerne an der Bar treffen und unter den Tisch trinken. Wollen Sie noch über was anderes reden? Das wollen wir erst mal sehen, wer hier wen unter den Tisch trinkt, ne? Sie sagten, Sie hätten noch Familie auf Pelevan. Mein Vater und meine Schwester. Wie lange haben Sie nichts mehr von ihnen gehört? Lang genug, um besorgt zu sein. Tja, wenn die Heimatstadt vernichtet wurde, dann ist die Sorge wahrscheinlich auch nicht ganz unbegründet, leider. Ihnen geht's sicher gut. Kennen Sie das Problem mit dem Altwerden, Shepard?
Die Plattitüden altern mit. Und Sie? Neuigkeiten von der Familie? Meine Mutter ist bei der Allianz. Funkstelle seit dem Angriff auf die Erde. Sie ist bestimmt okay. Die Plattitüden altern mit. Ich weiß, Sie machen sich über unsere Feinde keine Illusionen, Garrus. Wie sehen Sie unsere Chancen? Im Moment sieht's schlecht aus. Aber ich glaube an den Sieg. Denn zum ersten Mal sind wir in diesem Kampf nicht alleine. Etwas habe ich bei C-Sicherheit gelernt. Wer befürchtet, bald grausam zu sterben, ist ziemlich motiviert. Statt ständig an ihnen zu zweifeln, werden ganze Zivilisationen darum betteln, dass sie sie retten. Nach dem, was auf Pelavan passiert ist, glauben Sie das noch? Natürlich wird es Verluste geben. Aber das lernen Turianer schon von Geburt an. Wenn am Ende eines Krieges nur einer überlebt, ist das bereits ein Sieg. Aber die Menschen wollen immer alle retten. Das wird in diesem Krieg nicht passieren. Also eine seltsame Definition von Sieg. Ich finde, in einem Krieg kann es nie wirkliche wirkliche Sieger geben, weil immer was verloren wird. Es sei denn, eigentlich kann es wirklich nie einen richtigen Sieger geben. Kriege sind destruktiv, das ist nun mal so. Vielleicht die Entwicklungen, die zur Unterstützung der Kriege gemacht werden, die können auch konstruktiv genutzt werden, aber Kriege an sich sind einfach destruktiv. Das heißt, eigentlich kann man nichts gewinnen mit einem Krieg. Kommt man natürlich drauf an, wie man es sieht. Jetzt, das ist so die philosophische Sicht dabei. Natürlich kann man schon, wenn man es strategisch betrachtet, wenn man irgendeinen Eroberungsfeldzug führt, kann man natürlich schon was gewinnen, weil man dann das, was man erobert, hat. Und das hat man ja dann dazu gewonnen. Aber wenn man es jetzt auf die Gesamtheit bezieht, auf die gesamte Rasse, auf die gesamte Art oder in dem Fall auf die gesamten Zivilisationen, die momentan existieren, kann nichts gewonnen werden in diesem Krieg. Man kann nur verhindern, alles zu verlieren. Das ist alles. Was haben Sie da für eine Reaper-Einsatztruppe geleitet? Nach Ihren Erlebnissen im batarianischen Sektor wusste ich, dass die Zeit knapp wird. Für uns alle. Der Citadel-Rat war eine Sackgasse, also tat ich etwas, was ich nie wollte. Ich ging zu meinem Vater. Er war bei C-Sicherheit, oder? Und er hat Sie nicht ganz gleichberechtigt behandelt, richtig? Gelinde gesagt. Aber er hatte großen Einfluss auf die turianische Regierung. Der Primarch, also der Alte, war sein Freund. Also ging ich zu meinem Vater und erzählte ihm alles, was wir über die Reaper wissen. Und Saren bis zur Kollektorenbasis. Nicht mal ich würde alles glauben. Einiges davon klang ziemlich verrückt. Vigil, das Gespräch mit der Sovereign of Vermeier. Aber mein Vater hat nur zugehört. Wie früher bei C-Sicherheit. Er hat sich sein eigenes Bild rausgemacht. Wenn Verbindungen da waren, leugnete er sie nicht. Und er erkannte, was wir schon wussten. Die Reaper kommen. Schön, dass mal jemand zustimmt. Er hat mehr getan. Er ist damit zum Primarchen gegangen. Sein Stil gefällt mir. Leider war der Primarch nicht so überzeugt. Mein Vater blieb hartnäckig und bekam einige Ressourcen zugeteilt. Die nennt man dann Einsatztruppe und hat das Gefühl, man habe etwas unternommen. Mensch, der Vater ist ja gar nicht so übel von Garrus, hä? Um nochmal auf seinen Kommentar mit dem batarianischen Sektor einzugehen. Das, was er meint, ist, dass DLC die Ankunft, das wir im zweiten Teil gespielt haben, da ging es ja darum, dass die Reaper über das Alpha-Portal in dem einen batarianischen Sektor schon vor der Zeit in die Systeme der zivilisierten Völker hier kommen wollen. Und wir haben das ja verhindert, indem wir einen Asteroiden in das Portal geschmissen und es damit zerstört haben. Und nicht bloß das Portal, sondern das gesamte System. Wobei auch 300.000 Batarianer gestorben sind. Was dann zu dem Gerichtsprozess am Anfang des Spiels geführt hat. So, Ergebnisse. Hatten wir das jetzt schon? Nein, ich glaube nicht. Was haben Sie gemacht? So viel mir möglich war. Und noch ein wenig mehr. Wir sicherten unsere Kommunikationswege, stockten die Notfallvorräte in den Kolonien auf und verbesserten unsere Frühwarnprotokolle. Hat's geholfen? Ich hoffe, es hat unserer Flotte etwas Zeit verschafft. Nach dem Krieg wissen wir's. So, die Einsatztruppe, das hatten wir gerade, aber Primarch Victus haben wir noch nicht gefragt. Würden Sie für den neuen Primarchen bürgen? Selbst wenn nicht, ziehen Sie mit dem in den Krieg, was Sie haben. Wird er sein Wort halten? Victus hat noch nie gelogen. Er ändert oft seine Strategie, würde aber nie einen Verbündeten hintergehen. Und falls doch,
suchen wir eben einen neuen Primarchen. Das ist eine tolle Idee. Generäle salutieren vor Ihnen, Garrus. Wo in der Amtsnachfolge stehen Sie eigentlich? Reden wir nicht davon. Primarch Vakarian, verehrter Kriegsheld. Irgendjemand muss Pelevan wieder aufbauen, wenn alles vorbei ist. Ja, jemand, der mit einem Hammer umgehen kann. Mit einem Hammer? Ihr meint eher mit einem Hammer, oder? Oder nach der Hammer, das ist doch hier dieses Fahrzeug gewesen, das wir im zweiten Teil haben. Na gut, das kann natürlich auch sein. Wobei ein Hammer mehr passen würde, zum Aufbauen halt, ne? Das ist vorerst alles. Wirklich schön, dass Sie zurück sind. Oh ja. Diesen Kampf verpasse ich bestimmt nicht. Ich bin sicher, hier unten hat jemand Mist gebaut. Ich muss das alte Mädchen wieder in Bestform bringen. So, schön, dass Garrus wieder mit dabei ist. Wir haben innerhalb weniger Missionen einiges an Verbündeten dazu gewonnen und haben schon die ersten Kriegsaktivposten jetzt auch gewinnen können. Die Turianer sind auf unserer Seite, aber wir müssen denen noch ein bisschen den Rücken frei halten, damit sie richtig mit uns kämpfen können. Dazu brauchen wir die Kroganer. Und wir können uns denken, das wird nicht der letzte Punkt sein, an dem wir auf einen Konflikt treffen, den es zu lösen gilt. An dieser Stelle mache ich aber jetzt erstmal einen Cut, denn ich habe leider keine Zeit mehr weiter aufzunehmen. Beim nächsten Mal werden wir auch noch, denke ich, mit den restlichen Crewmitgliedern sprechen. Dafür habe ich jetzt leider keine Zeit mehr, sonst würde ich das jetzt noch machen. Also wir fangen dann beim nächsten Mal an, würde ich sagen, mit dem Gespräch mit den Crewmitgliedern und dann schauen wir mal, ob wir uns direkt zu den Kroganern nach Tuchanka stürzen oder wie wir es machen. Mal schauen, ich werde mal sehen. Bis dahin, ihr habt euch wohl, wir sehen uns. Macht's gut!